Servus, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einer gemütlichen Runde Stranded Deep mit Voucher, mit unserem Alderle. Es wird langsam Zeit, dass wir uns was zum Essen besorgen. Zuvor müssen wir natürlich erstmal den Räucherer aufstellen. Wir waren gestern Material holen. Ich guck mal ganz eben, was wir brauchen für die Räuchermaschine. Wir brauchen erstmal ein Lagerfeuer und vor allem brauchen wir erstmal auch einen Platz. Und ich habe mir überlegt, dass wir, nimm den gleich mal mit, den brauchst du bestimmt, dass wir unseren Räucherer hier drüben außen aufsetzen. Da würde ich den gerne hinsetzen. Pass mal auf. Schwuppidimupp. Hier würde ich ihn gerne draufsetzen. Wo hängst denn du jetzt, Alterle? Hier setzen wir den drauf. Ich mache hier ein bisschen Platz. So, rüber. Wir brauchen, glaube ich, 4 Sticks. Das heißt, ich baller hier mal einen auseinander. Das machen wir jetzt. Dann gehen wir Haifisch jagen. Wir haben auch schon lange Haifische mehr gejagt. Ich habe erst überlegt, ob man. Oh ja, und die Fischfalle. Die Fischfalle nicht zu vergessen. Die möchte ich heute auch nochmal aufsetzen. So, ich würde sagen, so mittig als möglich. Bisschen hintere vielleicht. Das flackert nämlich dann auch mit Sicherheit schön durch, ne? So, jetzt brauchen wir einen Steinkranz drumherum. Da brauche ich dafür 3 Steine. Einer liegt schon hier. Und ich glaube, wir haben gestern Steine gefunden. Dann nehme ich die erstmal, bevor ich ins Lager gehe. Lumpchen. Ah, da rennt er wieder davon, obwohl er es gar nicht muss. Lass doch mal die Kisten kurz hier hinlegen, Diggerle. Die frischen. 1, 2, 3, 4. Sehr cool. Dann weiß ich ja, wo die sind. 1, 2. So, und jetzt könnte ich normalerweise hier den Steingringel. Sehr geil. Und was fehlt uns denn jetzt zum Glück? Der Smoker wäre unser Glück. Ich brauche ein Seil, einen Stoff und 3 Sticks. Ein Seil, ein Stoff und 3 Sticks. Ja, das haben wir doch alles. Das haben wir doch alles. Wir haben ein Seil. Wir haben einen Stoff. Gestern gefunden auf der Insel. Na, hier. Stöffle. Und der Rest hole ich mir da runter von dem Strang. Und schon haben wir einen Smoker. Dann geht's ab. Dann brauchen wir nur noch einen Haifisch. Ich würde auch sagen, wir machen das jetzt mal an, weil ich will tatsächlich sehen, wie das jetzt gleich aussieht. Ne? Smoker. Smoke on the water. Na, gehst du oder nicht? Ich habe bestimmt keinen Bauhammer einstecken, ne? Ist klar, ich habe mal wieder keinen Bauhammer einstecken. Wir hatten aber gestern den Bauhammer oben abgelegt, glaube ich, ne? In unserer kleinen Butze. Mittlerweile kenne ich den Weg zur Butze. Der kürzeste ist hier rum. Ich mache gerade ein bisschen schnell, weil ich es noch sehen will, wenn es ausgeleuchtet ist. Nimm die mal beide mit. Liegt hier noch was? Nee. Sehr geil. Am Bett muss natürlich auch nochmal ein Licht hin. Dann haben wir noch eine Mauer. Aber Clay habe ich jetzt gar nicht getaucht, gell? Müssen wir auch nochmal gucken gehen. Das sieht bestimmt saugut aus, wenn jetzt gleich das Lagerfeuer da draußen burnt. Hättest du ja andersrum laufen können. So, meine Lieben. Das sollte es jetzt gewesen sein. Jetzt müsste er mir normalerweise erlauben, den Smoker zu setzen. Was fehlt denn dir jetzt noch, Digga? Ist doch alles da? Was habe ich, was fehlt mir? Ich habe irgendwas übersehen, glaube ich. Lass mal gucken. Hier. Kann es sein, dass ich den da dazulegen muss? Oder ist es tatsächlich was anderes? Ach, das ist was an. Tarp? Oh, jetzt komme ich durcheinander gerade. Das sind gar keine Stoffe. Leute, habe ich da jetzt einen Denkfehler? Hä, das ist doch was anderes, ne? Oh, das ist aber bescheuert. A panel can be used as wall with a foundation. Oh, jetzt bin ich total verwirrt. Das heißt, ich krieg das jetzt gar nicht gemacht, was ich machen will. Scheiße, ich wüsste jetzt nicht, wo ich so eins herkriege. Okay, jetzt müssen wir. Wow, den haben wir ja noch gar nicht gesehen. Guck mal. Unser Bäumle. Noch keine Frucht dran, aber cool, dass der hier drin wächst, oder? Ey, wo kriege ich denn jetzt so ein Stoffding her? Lass mich mal ganz kurz was gucken. Irgendwas habe ich bestimmt übersehen. Smoker? Loom? Was konnte ich denn mit der machen? Konnte ich mit der nicht? 6 Sticks und 4 Seile. Komm mal her. 6 Sticks und 4 Seile. Das sind andere Materialien. Entweder sind die veraltet oder ich habe die einfach noch nie wirklich gesehen, ne? Mir sind die noch nie aufgefallen. So, komm mal her.
nicht so zittern. War da drüben? Da drüben waren ganz viele Yukas, glaube ich. Ne? Ich bin total verwirrt jetzt. Die sind mir noch nie aufgefallen. Hier sind Yukas. Ja, nimm die alle mal mit. Erstens mal brauchst du sowieso frisches Wasser. Oh, jetzt bin ich überfragt. Wieso sind mir die Matzen nie aufgefallen? Egal, jetzt machen wir mal weiter. Wird sich schon ergeben. Vier Seile hat er gesagt, brauchen wir, ne? Hier ist ein wunderschöner Platz für ganz viele Yukas. Finde ich total gut. So, sehen auch schön aus, wenn sie Blätter tragen, ne? Hier, guck mal. Sehr geil. Ich dachte, wir haben das alles jetzt im Griff, weil ich die Sachen da hinten gefunden habe. So, lassen wir mal ganz kurz gucken. Eins. Zwei. Drei. Vier. Und dann bräuchte ich noch sechs Sticks. Hm, will ich hier eine Palme wegmachen? Die kleine da unten, die stört niemand. Die nehmen wir mit. Okay, nicht genug Platz. Gehen wir erstmal rüber und verbauen, was wir haben. Und da können wir auch noch Trockenholz holen. Okay, jetzt bin ich natürlich ein bisschen verwirrt, ne? Weil ich gedacht habe, ich hatte Stoff geholt. Die Kisten waren leer. Ich gucke mal ganz kurz hier durch, ob da noch was drin wäre. Nee. Nö. So, sechs Sticks. Die haben wir doch hier, oder? Also pass auf, die baue ich natürlich jetzt aber rein, diese Loom. Die baue mal rein. Ich muss mal gucken, wie ich das werkstatttechnisch hinkriege. Ich würde die gerne noch irgendwo unterbringen, weil der Raum hinten, der ist reserviert. Wollen wir die hier hinmachen? So beim Haifisch, so ans Eck. Ja, dann würde ich aber eher, würde ich es eher gerade machen hier. So, weißt du? Ganz leicht angeschrägt hier, aber nicht zum Haifisch in den Kopf ran. So ist das super. Ah, dann habe ich es doch richtig gesehen. Die brauchen wir. Ey, Leute. Dann sind das andere Mats, aber ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich die jemals... Egal, jetzt wissen wir es jedenfalls. Jetzt habe ich natürlich keine Sticks mehr, aber ich habe das Stückchen hier, das ich brauche unbedingt. So, nochmal rein. Wir kriegen das schon hin. Wir müssen. Ich will ja heute noch einen Haifisch fangen. Also, Smoker, mein Freund. Drei Sticks fehlen jetzt noch. Dann habe ich dich, ne? Drei Sticks fehlen noch. Habe ich den schon verbaut jetzt wieder? Haja. Pass auf, ich suche die kurz zusammen. Ich will jetzt hier nicht unnötig Palmen nachts wegholzen. Wir haben ja die Möglichkeit, mit der Lampe ein bisschen uns auszuleuchten. Und ich habe Platz für vier Sticks. Also ab geht's. Einmal verwirrt bis. So, stopp. Hier durch. Das ist wie so ein Dschungel hier. Ne? Schlangenmäßig habe ich jetzt auch schon lange nichts mehr gesehen hier. Einer. Wieso hat er kein Geräusch gemacht beim Aufsammeln? Zwei. Hier drei. Vier. Sehr geil. So, hier ist ja tief genug, ne? Schawüppel. Wir kriegen einen Smoker. Schalila. So, pass auf. Endlich. Oh, wow. Er sollte allerdings nicht reingucken, ne? In die Burg. Das heißt, wenn ich so mache, hängt das Ding innen drin. Dann würde ich mich halt für eine Seite entscheiden. Ich würde sagen, hier so. Ja, so ist okay. Alles klar. Sehr gut. Jetzt brauche ich den Anzünder. Der liegt momentan auf dem Dach. Es sei denn, ich baue uns geschwind einen neuen. Ich habe allerdings die Materialien nicht. Dann hole ich den kurz oben. So, dann haben wir noch die Chance zu sehen, auf jeden Fall, wie es mit der Ausleuchtung ist. Und dann müssen wir gucken, dass wir was drauflegen, auch zum Essen. Einmal kurz aufs Dach hochgerutscht. Hier ist er, den brauche ich. Ja, hier speise ich jetzt heute nichts ein. Okay, wackelige Geschichte hier mit den Stoffen, ne? Wahnsinn. So. Jetzt pass auf. Jetzt hauen wir als erstes mal hier. Der ist auch vollgeladen, das ist gut. Ich mache es jetzt einfach nur mal an, weil ich innen drin den Effekt sehen möchte in unserem Plankenwerkstattbereich. So. Und dann sammeln wir kurz die Waffen zusammen und wenn es hell wird, rutschen wir ab und holen uns einen Haifisch. So, den lasse ich jetzt hier liegen. Für oben baue ich dann einen neuen, ne? Sehr schön. Und es ist halt aufgeräumt, ne? Jetzt gehen wir mal kurz rein und gucken uns das an.
Welchen Effekt hat es denn auf die Butze jetzt hier? Schön. Oder? Es ist doch herrlich. Jetzt würde ich allerdings sagen, dass wir die eine Lampe hier auch noch wegmachen können. Dieses Licht kommt jetzt eher mal nach vorne. Ja, das kann ich jetzt hier hinschmeißen und das andere würde ich hinten. Damit wir uns hier nicht tausend Sa. Wie ist denn das jetzt passiert? Ach, weil ich die Lampe in der Hand habe, ne? Hier irgendwo? Ne, hier ist auch schon ziemlich hell. Wir brauchen Wasser. Es ist gerade recht, dass wir hier sind. Ich gebe dir Wasser. Eins, zwei, drei. Den Schluck gönne ich dir auch noch. Dann legst du das Ding wieder ab. So. Alles klar. Die Kartoffeln, die sind natürlich erst gesetzt worden, also die sind noch nicht so weit. Eins, zwei, drei, vier für die nächste Fuhre Wasser. Und zwei, drei, vier für die nächste Fuhre. Komm, leg die hier noch voll so hin. Okay. So sieht's aktuell aus. Die Tonnen, da muss ich mir natürlich noch was einfallen lassen. Die werde ich aber jetzt erstmal hier hinstellen. Ja, ganz nah an den Rand. Und da war noch eine zweite. Die würde ich gerne oben drauf stapeln. Kommt man nämlich erstens mal hier durch. Oder nebendran hinstellen. Hauptsache, es ist aufgeräumt. So, jetzt noch ein bisschen dahintere schieben. So ist doch okay, oder? Ein ganz kleines bisschen vielleicht darüber noch. So. Und jetzt ist die Ding sauber hier, verstehst du? Die Buschel da müssen wir noch wegräumen. Hier ist Feuerle. Lass mich mal ganz kurz was gucken. Aber ich glaube, wir hatten nur noch verdorbenes Fleisch. Nicht, wenn ich das jetzt da reinhänge, das macht ja wahrscheinlich nichts, ne? Komm, wir probieren es mal. Wir probieren es mal. Das ist ja gerade wurscht. Im Moment habe ich eh nichts, was ich reinhänge. Das ist halt alles kaputt, ne? Ne, den will er gar nicht reinhängen lassen, guck. Das heißt, ich habe jetzt tatsächlich die erste Ware, die ich nicht verwerten kann, oder? Ich kann es jetzt aber nicht einfach im Meer versenken. Gibt es was, wo ich was löschen kann? Wenn ich das jetzt hier nicht wollte. Ansonsten haben wir hier nichts mehr, ne? Nee. Also komm, Waffen zusammensuchen. Bereiten wir uns vor. Wann wird's Tag? In einer Stunde, zwei ist wieder hell. Dann können wir abrutschen. So, lass mich schauen. Wir nehmen alles mit, was in irgendeiner Form schmeißbar ist. Das wäre die Geschichte. Dann brauchen wir. Lass mich mal kurz wegräumen was. Das kann jetzt mal kurz hier rüber. Bauhämmer brauchen wir dann später erst wieder. Die nehme ich mal mit, falls wir irgendwas sehen. Und nimm mal zwei mit. Du weißt ja nie, ob ein weißer Hai kommt, ob er dich runterschmeißt. Pfeil und Bogen. Habe ich noch nie probiert. Können wir auch mal kurz probieren, was ein Pfeil und Bogen mit einem Haifisch anstellt, ob das geht. Hier ist nichts. Wo haben wir unsere Speere? Hier sind drei Schuss. Ne, mit dem brauchst du ja nicht angeln gehen. Die habe ich aber nicht drüben gelassen, oder? Hier. Alles klar, mehr habe ich nicht. Müssen wir jetzt welche herstellen dann, ne? Dann lass die hier. Wirst du jetzt auf dem Haifischding eh nichts sehen. Und die nehme ich mit. Was haben wir denn jetzt? Wir haben drei normale Speere. Wir haben fünf Pfeile. Das werden wir irgendwie hinkriegen. Wenn nicht, muss ich es aus dem Haifisch wieder rausziehen. Gehen wir direkt los, oder? Ja, lass uns nochmal ganz kurz hier einmal durchlaufen, ob alles okay ist. Hier, unser Bäumchen ist gewachsen. Passt. So. Dann haben wir hier unsere erste kleine Werkstatt. Mittlerweile kann man Stoffe hier herstellen und blanken. Wir haben die ersten Kisten und Regale. Wilson hat seinen Platz gekriegt. Draußen knistert das Lagerfeuer. Und der Smoker ist drauf. Da oben ist noch nicht allzu viel passiert. Allerdings haben wir einen Raum. Hier ist das Bett. Hier haben wir unsere Kokosnüsse und hier die Wasserflaschen. Und dann haben wir eigentlich nur noch ganz oben. Hier kann ich ja auch was reinholen normal, ne? So, und hier kommen natürlich auch nochmal Regale hin. Sobald wir ein bisschen Sprit gemacht haben, fliegen wir Regale. Regalmatz holen. So, wie viel Uhr haben wir denn jetzt? 4:43 Uhr. Gut, jetzt würde ich fast sagen, dass wir uns auf den Weg machen zum kleinen Floß. Achso, das gibt's ja gar nicht mehr, ne? Fällt mal gerade ein, unser kleines Floß habe ich auseinandergenommen für den Landeplatz. Boah, und jetzt aber mit dem Großen raus. Ich glaube, wir probieren es so irgendwie. Wir jagen heute mal ohne Floß, würde ich sagen.
Wenn ich hier rumpaddel, ist doch normalerweise der Haifisch ruckzuck immer da gewesen, oder? Komm, wir gucken mal. Hier, wenn ich eine Weile mich aufgehalten habe, kam der immer. Ich hopf mal rein. Er wird schon irgendwann auftauchen. So. Im Moment sind wir halt voll ausstaffiert. Aber das sollte man eigentlich auch noch abtauchen hier, die Kiste. Guck mal. Die scheint auch ein bisschen größer zu sein, ne? Jo, das können wir doch noch machen. Wir haben eh schon lange nichts mehr abgetaucht. Da findet man bestimmt noch einen Haufen gutes Zeug. Ich hoffe jetzt halt auf den Haifisch, ne? Wenn nicht, würde ich sagen, mache ich einen kleinen Schnitt, bis einer da ist. Dass wir jagen können, ne? Das machen wir, meine Lieben. Ich hole euch mit rein, sobald hier ein Haifischler auftaucht. Dass wir jetzt nicht unnötig lange hier warten. Dann kriegen wir nämlich den Effekt heute noch hin, wie wir unser Fleisch reinhängen in den Smoker. Der kommt bestimmt jeden Moment. Mir wäre es eh recht eher, wenn es hell wird. Der ist ja hier schon rumgepaddelt, den kriegen wir. Also bis gleich. Er hat uns gefunden, meine Lieben. Hier ist er, der Gute. Ist aber, glaube ich, nur ein Tigerhai. Treffer. Schauen wir mal, ob wir den heute erwischen. Ich tauche jetzt aber nicht zu dem runter, ne? Da kommt er wieder. Da kommt er wieder. So, Alter, der dreh rum. Ja, dann haben wir auf jeden Fall was zum Futtern. Das macht ja Sinn, ne? So, da haben wir zwei Stück drin, aber das sind normale Speere. Ich bin mir nicht sicher, wie viel... Okay, das hat auf jeden Fall nicht gereicht. Lass uns mal gucken, ob ich das hinkriege. Ja, mit dem Bogen kannst du offensichtlich auch. Ich weiß aber nicht, wie viel Schaden der halt macht. Sieht ihn jemand? Im Moment sehe ich ihn nicht mehr, da kommt er. Gerade hat er abgedreht. Gerade hat er abgedreht. Komm, mein Freund. Wäre ja schon cool, wenn wir den kriegen würden. Da hätten wir nämlich auch gleich unsere Speere wieder und alles, ne? Jetzt ist er weg. Jetzt ist er weg, der Haifisch. Ich könnte natürlich auch mich ein bisschen ins Wasser reindrauen. Ich sehe ihn halt im Moment nicht mehr, ne? Gucken wir mal. Oh, da unten sind Schlangen und ein Giftfisch. Hier ist er. Das war kein Treffer, ne? Das war einer. Guck mal, wie weit er jetzt mittlerweile abhaut. Jetzt ist er da hinten. Da kommt er wieder. Kann sein, dass uns das gar nicht reicht. Ich habe keine Munition mehr. Jetzt habe ich nur noch die Geschichte hier. Lebt er noch? Tatsächlich. Oh oh. Ich glaube, also ich muss jetzt gleich mal auf Tuchfüllung gehen, mein Zeugs rausziehen. Das sind die Speere, die billigen. Die bringen halt einfach nicht. Boah, Alter, aber knappe Geschichte, ne? So. Ich ziehe mal alles ab, was ich so finde. Muss nur aufpassen, dass mich der Giftfisch nicht erwischt, ne? Komm her, ich ziehe den mal rüber. Dann können wir den gleich ausnehmen. Ich weiß nur nicht mehr, wo ich das Messer hingepackt habe. Schön ist das so. Also das werden wir uns auf jeden Fall erhalten mit den Palmen hier, ne? Komm mit, Diggerle. Verlier keine Speere, die braucht die alle. Ich brauche die alle. So, dann müssen wir gleich ein paar Sticks noch machen für unser Feuerle. Und dann haben wir auf jeden Fall ausgesorgt erstmal. Dann ist alles da, was wir brauchen. Wasser. Kurzer Moment, was ist jetzt? Ach, du bist wieder hochgeklettert. Der Tigerhai. Gute alte Tigerhai. Nicht darunter, komm her. So, erstmal mein Zeugs rausziehen. Also wir müssen das auf jeden Fall Speere machen, ne? Wir haben kaum mehr Waffen. Hast gesehen, was ich alles reinholzen muss jetzt? Sieht aus, als hätten wir alles, gell? So, pass auf. Leere Kisten waren nämlich da drüben ganz viele. Dann gönne ich mir jetzt mal die obere Kiste und räume hier mal die Waffen grob rein. Pfeil und Bogen ist auch schön, habe ich jetzt gerade gemerkt. Da ist übrigens ein Messer. Pfeil und Bogen ist eine coole Geschichte. Müssen wir mal gucken. Müssen wir vielleicht mit dem ein bisschen mehr machen. So, Leute. Dann nehmen wir es aus. Messer habe ich an. Ausgerüstet gehabt. Dann haben wir jetzt auf jeden Fall unseren Smoker wieder im Einsatz. Wir haben jetzt mindestens 4 Fleisch, schätze ich mal.
Die Kartoffeln sind am Durchjagen. Sobald wir Sprit haben, können wir eine Tour machen und uns dann wirklich ganz, ganz viele. Oder wir fahren mit dem Floß rüber. Wir fahren mit dem Floß rüber und dann hole ich wirklich nur Palmenstrunk. Ne? Nichts anderes. Dann fahren wir nach Crasher Island und räumen da so ein paar die Palmen weg. Und dann lasse ich mich aber nicht ablenken. Dann machen wir einfach eine Palmenrunde. Ihr wisst, was ich meine. Dass wir halt hier wirklich viele Regale aufbauen, dass endlich mal ein bisschen ein Ordnungssystem da ist. Da hätte ich richtig Lust drauf. So, eins, zwei, drei. Jetzt haben wir allerdings hier auch noch ein kleiner Platz, ne? Pass mal auf. Mache ich jetzt nicht lang rum. Mache ich jetzt nicht lang rum. Dann fülle ich das jetzt kurz auf mit anderen Fischen. Die können wir später dann wegräumen. Hättest du eigentlich gleich machen können, weil du hast jetzt Lager mit Rohleder hier drin. So, perfekto. Jetzt hole ich noch zwei, drei kleine Fische raus. Rohleder. Oh. Bräuchte man fast die Rohledermaschine. Ich mache das jetzt mal hier oben rein. Dann haben wir hier noch die Gun, die kommt raus. Ja, also wenn wir zum Boss wollen, muss ich auf jeden Fall demnächst jetzt mal Waffen herstellen. Untere Kiste. Dann machen wir kurz hier den. Dann machen wir kurz den. Jetzt habe ich das Leder schon wieder in der Hand. So ein Haifisch jetzt einfach mal rausholen, ist gar kein Problem mehr, gell? So, meine Lieben. Das war die Geschichte und jetzt muss ich kurz den Fischerspeer vom Boot holen. Das machen wir. Ich nehme die ganzen leeren Kisten mit, die ich jetzt schon die ganze Zeit vorbereitet habe. Ja, räume hier dann mit euch morgen um und dann flatzen wir mit dem Floß weg und dann gehen wir wirklich hauptsächlich für Regale farmen. Nicht ablenken lassen dann kriegen wir auch ein bisschen was zusammen. Ich habe noch nie eine Schildkröte hier. Aber ich will auch nicht unbedingt eine Schildkröte töten. Ich weiß auch nicht. Ich mag Schildkröten. So, wo ist denn der Drecksspeer jetzt? Ich sehe ihn schon wieder nirgends. Der Labeler. Vorhin habe ich noch gesagt, ne, den kannst du ja nicht mitnehmen, mit dem kannst du ja nicht jagen gehen. Also muss er hier irgendwo sein. Dann drüben. Immer da, wo man zuletzt schaut. Achtung. Tatsächlich. So, irgendwas brauche ich jetzt noch. Gucken, dass ich einen geilen Schlang reinlatsch. Ja, komm, dann nehme ich halt so einen Archer. Zwei Stück und fertig und Diskusfischle noch. Perfekt. Das reicht. Das Boot, das tauchen wir demnächst mal ab, würde ich sagen. Fleisch ist dann am Durchlaufen. Wasser haben wir auch. Dann lasst uns das machen. Ich organisiere das, dass wir morgen los können hier. Dann fahren wir von hier aus nach Crasher Island. Gehen natürlich zu Hause vorbei. Ich nehme auf jeden Fall mal einen Benzinkanister mit, weil ich glaube, daheim haben wir noch Benzin durchlaufen gehabt. Ja, dann machen wir das. Machen wir ein großes Farmründle. Gehört auch dazu. Ne, ganz klar. Und dann haben wir alles am Start. So würde ich sagen, läuft die Geschichte. So, jetzt pass auf, zwei Fische kurz auseinandernehmen. Ja, das passt. Auf Crasher Island haben wir sowieso. Oh, was wir machen können. Wenn wir drüben sind, neben Palmen und Sticks, können wir uns da gleich ein bisschen Clay noch mitnehmen. Dann kann ich hier die Mauer bauen, die noch fehlt. So. Läuft. Alter, dann zeig mal ganz kurz deine Werte. Ja, wird es Zeit, dass er einen rechten Brocken Fleisch mal wieder kriegt. Dann trinken wir hier noch einen Schluck. Das können wir gleich machen. Wasser ist wichtig. So, mein Freund. Eins, zwei, drei. Und nochmal den letzten Schluck. Und dann haue ich da gleich wieder Zeugs nach, ne? Das machen wir so. Dann besorgen wir uns Material, dann bleibt uns auch die Insel hier so gut wie es geht erhalten. So, was machen die Kartoffeln? Ja, die haben noch genug Wasser vom Regen. Die sind am Wachsen. Es wird langsam schnucklig, ne? Hier die Mauer dann hin. Vielleicht baue ich mir hier den anderen Dings auf. Noch ein zweites Lagerfeuer. Es gibt ja noch dieses hier, was ich nie gebaut habe, dass wir das auch einmal gesetzt haben. Wo ist denn das Teil? Lass ich mal kurz gucken. Eins, das hier. Den habe ich auch noch nicht gebaut, dass wir den hier hinsetzen, vielleicht auf die Seite. Okay, dann verabschiede ich mich heute ein bisschen früher. Wir sehen uns morgen wieder. Ich organisiere, wie gesagt, dass das Floß mit leeren Kisten bestückt ist, dass wir es umgedreht haben. Dann flatzen wir rüber, dann gehen wir uns Palmenwedel holen und Lehm von Crasher Island, was sonst noch so rumliegt, gucken wir natürlich, bevor wir wieder abhauen, eine gemütliche Farmrunde und dann bauen wir uns hier Regale. Und zwar in jeder Etage haben wir verschiedene Themen. Da kommen dann noch Regale rein. Wir können mal ganz kurz durchgehen. Hier vorne habe ich zum Beispiel die Möglichkeit Eingang. Da würde ich sagen, da machen wir dann so Sachen hin wie der Kompass, wie die ne, Tape ist eigentlich schon wieder eher Werkstatt. Also Kompass würde ich jetzt zum Beispiel hier reinmachen und Taschenlampen, dass wir die hier vorne aufbewahren. Vielleicht mache ich mir hier, ja, das können wir auf jeden Fall machen. Hier ist schon soweit voll. Dann haben wir die Möglichkeit hier Kisten einzuräumen. Da drüben noch ein Regal rein. Dasselbe hier.
Dann ist da auf jeden Fall Staumaterial, ne? So machen wir das. Und wenn wir zurück sind, dann organisieren wir eine Regalrunde, dass wirklich alles sauber ist. Und dann geht es ans Waffencraften. Und da muss ich aber nochmal ganz kurz mit euch rein. Wir bräuchten hauptsächlich für die Boss-Aktion, vielleicht schaffen wir das aufs Wochenende hin, ich nehme es an. Für die Boss-Aktion brauchen wir. Welches waren das nochmal? Wo sind denn die? Refined Spear, ne? Das heißt, wir brauchen die hier. Die Geschichte, das ist aber alles machbar. Das ist alles machbar, bis aufs Leder. Das kostet immer so ein bisschen. Lass mich mal gucken, wir haben doch aber auch jede Menge Leder. Dann lass uns gleich mal Folgendes machen. Die nehme ich mit rüber, die können wir nämlich drüben verarbeiten. Dann verarbeite ich die schon mal. Hätte ich eigentlich da drin lassen können, dann nehme ich die ganze Kiste mit, oder? Ja, logisch. So, meine Lieben. Alles klar, ich organisiere das. Morgen machen wir auf jeden Fall eine kleine Rundreise. Können wir uns unterwegs natürlich auch nochmal einen Haifisch schnappen. So machen wir das. Und dann werden wir hier so langsam heimisch. Und sobald dann der Hubschrauber aufgeladen ist mal, dann machen wir einen Rundflug. Und zwischendrin halt, wie gesagt, ich bereite uns jetzt dann langsam auf den nächsten Boss vor, dass wir hier innen drin als Gegenstück den nächsten Bosskopf setzen können. So, dann sehen wir uns morgen zu einem kleinen Ausflug. Und da freue ich mich auf euch. Bis dann.